I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Loose laughter softens up tension in my shoulder. Let's take a walk. Let's go. Hallo zu einem neuen Video und guten Morgen. Ich bin ungelogen vor 5 oder 10 Minuten aufgewacht und es ist gerade mal 8 Uhr oder so. Das hier ist jetzt der zweite Teil von meinem Urlaubsvlog. Also wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den gerne anschauen. Ich wollte den jetzt so ein bisschen auch als Morgen- und Abendroutine so mitgestalten. Deswegen wollte ich jetzt direkt anfangen mit zu filmen, aber ich filme den ganzen Tag mit, nur die meiste Zeit bin ich halt Skifahren. Ich gehe jetzt erstmal zu meinen Eltern, die essen nämlich, glaube ich, schon. Und setze mich erstmal entspannt dazu, weil ich glaube, ich gehe halt ein bisschen später auf die Piste. Heute sind, glaube ich, minus 10 Grad hier unten. From the north side, pavement, and of course I gave it. You know I can't go. Jetzt mittlerweile was gegessen. Es ist jetzt irgendwie auch schon 9:45. Die Zeit ist irgendwie jetzt schnell vergangen. Ich mache mich jetzt auch fertig, dass ich so um 11 oder so auf der Piste bin. Ich wollte heute aber auch ein bisschen später auf der Piste sein, weil wir dann ein bisschen länger fahren und einfach auch keine richtige Mittagspause machen, sondern nur kurz was essen gehen. Aber als erstes habe ich gerade gesehen, dass ich von Formel Skin einen neuen Check-in zugeschickt bekommen habe. Und das Ganze werde ich jetzt mit euch machen. Das Video ist nämlich auch in Kooperation mit Formel Skin. Ich habe euch das Ganze ja schon mal in einem Video ausführlich vorgestellt. Ich werde es euch auch nochmal verlinken. Und in diesem Video werde ich nur ganz kurz nochmal mit euch darüber reden. Ich dachte mir, es macht nur Sinn, das jetzt zu machen, bevor ich mich schminke. Weil ich da auch Fotos einsenden muss, damit man es einfach besser sieht. Aber irgendwie kann ich die Kamera hier nicht so richtig aufstellen. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal schnell. Man bekommt einfach so eine Mail zugeschickt und dann beantwortet man einfach die Fragen, die kommen. Jetzt habe ich alle 3 Fotos gemacht. Sende ich das Ganze auch schon ab. Ich habe jetzt ja gerade den Check-in gemacht und das, was danach passiert, ist eigentlich, dass wieder ein neues Paket bei euch ankommt. Ich habe mein neues Paket hier extra mitgenommen und dann hat man da wieder die neue Formel drin. Die wird ja dann von den Ärzten dort überprüft, ob die immer noch auf euch zutrifft. Und dann sieht das Ganze so aus, wenn es ankommt. Ich habe das, glaube ich, schon mal im letzten Video gesagt, aber ich finde dieses Design einfach so schön. Jetzt mache ich mich mal fertig und zeige euch einfach, wie ich das Ganze noch benutze. Und dann geht es auch schon auf die Piste. When we first found her, you said just a while then you'd be home. Only timber, I know. Counting down the days, putting papers up, we were so close. But you left me alone.
06, barely even started. So much in common. Too much for you. Ich bin jetzt fertig und muss mich jetzt, glaube ich, richtig dick anziehen, weil es gerade so kalt draußen ist. Let's do it. Ich habe gerade schon mit Torben und meinem Papa telefoniert. Die haben mir gesagt, dass es sehr, sehr kalt ist. Ich habe immer Schmerzen an meinen Schienbeinen und deswegen mache ich mir da immer diese Teile hin. Also falls ihr da auch mit Problemen habt, das hilft echt mega gut. Ich zeige euch jetzt, was ich alles anziehe, damit ich nicht friere. Also ganz normal, ich habe erstmal meine Skiunterwäsche an. Die habe ich ja auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und drunter habe ich einfach noch einen Sport-BH. Und dann habe ich euch ja gezeigt, diese coolen Teile und meine Skisocken. Als nächstes ziehe ich mein Fleece an. Skihose. Jetzt sieht es schon richtig nice aus. Dann ziehe ich einfach noch meine so Sporthandschuhe unter meinen Handschuhen an. Meine Jacke. So, das nehme ich dann mit. Und für mein Handy habe ich hier die perfekte Tasche. Und jetzt geht's ab auf die Piste. Da sind sie schon. Okay, ich glaube, ich sollte mich beeilen. Gerade vor 2 Minuten oder so hier angekommen. Meine Füße sind so tot. Es war schon kalt draußen, aber meine Füße erfrieren immer so schnell. Wir haben, glaube ich, richtig coole Videos gemacht. Also ich hoffe, ihr habt gerade ein cooles Skivideo gesehen. Wir haben nämlich mit der Kamera von Noah heute gefilmt. Wir schauen jetzt gerade mal die Videos an von heute. Ja, sind die was geworden, Noah? Das eine ist geistesgegangen, warte. Diese Szene. Wo? Aber du bist auch nur 2 Schwünge gefahren, du hättest ja weiterfahren können. Ja, genau, hier war der von der Seite der Sprung. So, ganz cool. Mhm. Ist aber so vereist da, die Dreckslandung. Gleich nochmal auf die Fresse gekriegt, glaube ich. Ja, aber es sah auch ganz cool aus, wenn ich so relativ nah reingeflogen. Habe ich irgendwann so gecheckt, oh, ich wollte so nach oben fliegen, aber hat so Koordinationsprobleme, bin nach unten geflogen. Ich war fast auf dich geflogen. Hätte so hingeflogen. Da habe ich noch. Boah, das ist heftig. Wir
machen jetzt gleich Essen. Heute Abend gibt es Tati Flat. Das ist so eine Spezialität von hier. Und wir kochen die einfach nach. Torben hat gerade Mittagsschlaf gemacht, während ich mein Video geschnitten habe. Also war ich ziemlich produktiv. Aber dieses, also ich schneide gerade noch dieses 2021 Video und das ist so unfassbar viel Arbeit. Aber ich habe das auch eigentlich vor allem für mich gemacht, Torben. Weil es einfach nice ist, so nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Aber ich rede ja in dem Video über ganz viel. Ich schäle jetzt erstmal Kartoffeln. Ich habe heute einfach so ein TikTok ja gepostet mit einem Weinglas. Und dann wurde das runtergenommen wegen Verstoß der Richtlinien. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Das habe ich dir schon erzählt. They gathered by the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me when tides came, did not flee. The east spoke the same, had the same dreams. Das hier ist der Käse, den wir dafür brauchen. Hier werden schon die Zwiebeln gemacht. Jetzt müssen wir einfach noch Schinken dazu tun. Richtig? Mhm. Ich will dazu arbeiten. Also ich schneide ihn jetzt einmal in der so dann durch, so. Ja, dafür brauchst du das Brotmesser. Nein, ich mache ganz durch. Nein, quer. Ach so. Ich so minimal. Also der halbe Blanchon wird draufgelegt, schwupp. Und da ist so eine, weiß auch nicht genau, was das ist, so eine Medaille. Medaille. Ja, das ist so ein Echtheitszeichen. Ein Häuter. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das runterfällt. Kann mir mal jemand helfen? Der Noah hat. Mara? Achso, bist du auf Sendung gerade? Ich bin auf Sendung. Ach, guck mal, die kommt. Wir essen jetzt. And it looks really nice. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bam. Fertig mit der Kacke. Flossige Genosse. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Boah, es sieht richtig geil aus heute. Es ist so kalt, aber diese Aussicht ist einfach ein Traum. Ich bin mittlerweile schon wieder vom Skifahren zurück. Ich bin nämlich heute irgendwie mega eingefroren. Meine Füße sind so kalt. Und Tom fährt jetzt noch die letzte Piste und dann wollen wir direkt in den Whirlpool. Und ich freue mich so, weil heute Abend gehen wir hier in dem Haus noch was essen, weil unten das Restaurant ist. Und ich habe jetzt gerade auch schon so Hunger. Torben hat mir eben gerade Essen gemacht und es sieht einfach so geil aus. Ich habe hier noch so einen Burger-Patty. Wir haben vor 2 Tagen Burger gegessen, da hatte ich vegane. Aber das hatten wir jetzt leider nicht mehr. Dann habe ich noch so ein paar Kartoffeln. Hier sind Zwiebeln. Und das esse ich jetzt. Und es schneit. Die Zeit verging wirklich so schnell, ich kann es gar nicht glauben, aber ich muss jetzt packen. Wir gehen heute Abend noch essen und wir waren eben gerade schon die Skier zurückbringen und waren nochmal kurz im Ort. Aber ja, jetzt wird gepackt. Aktuell sieht es hier noch so aus, aber das kann ich ganz schnell aufräumen. Ich finde meine Jogginghose nicht, ich finde mein AirPod Case nicht. Ich hoffe, am Ende habe ich beides wieder. Wenn, dann wär's. Mein AirPod Case nicht, ich bin weg. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that it'll be okay. Maybe 1, 11, 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me. Ich habe vergessen, die Vorspeise zu filmen, aber das ist jetzt einfach so eine Lachsforelle mit Gemüse, Kartoffelcreme. Ich habe vorhin vergessen, meine Kamera mit zum Essen zu nehmen, aber es war sehr lecker. Ich hatte erst so ein Kartoffelgratin mit Steinpilzen und Salat zur Vorspeise und danach habe ich, glaube ich, nochmal gefilmt. Das war dann so ein Lachsfilet
mit Gemüse und so einem Püree, keine Ahnung. Aber es war sehr geil. Und jetzt haben wir gerade noch eine Runde Wizard gespielt. Und meine Mama und Torben haben noch so einen Plank-Wettbewerb gemacht. Ich hatte nämlich auch so eine Challenge. Ich wollte eigentlich jeden Tag eine Minute Plank machen, aber irgendwie habe ich es, glaube ich, einen Tag durchgehalten oder so. Wie fühlt es sich an, der die Plank gewonnen zu haben? Morgen geht es dann schon nach Hause. Wir können aber hier morgen noch entspannt frühstücken. Torben zwingt mich jetzt, die Challenge nochmal zu machen. Ein letztes Mal hier frühstücken. Wir haben wieder so Baguette vom Bäcker. Ich habe gerade vergessen, mit zu filmen, aber ich habe gerade nochmal meine Plank gemacht. Ich mache jetzt nämlich diese Challenge. Doch, also ich versuche es zumindest. Das waren jetzt eben auch nur 45 Sekunden, aber irgendwie schaffe ich noch nicht mehr. Mein Gott, da ist so ein Hund und der ist einfach so süß. Der ist so süß, er springt die ganze Zeit so rum. Wir haben jetzt gerade fertig gepackt und jetzt geht es los nach Hause. Antriebsstörung, bitte Service aufsuchen. Nee, oder? Hä? Hast du noch was Neues gefilmt? Nö, ich stand nur mit der Kamera da. Dumm, Noah, das ist einfach dumm. Hättest du auch mal filmen können. Und es ist so kuschelig hier. Ich habe diesen Mantel als Decke. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Wir sind mittlerweile in Deutschland, sind jetzt bei Maggis und alles, was ich wollte, gab es nicht. Deswegen habe ich jetzt mir komplett andere Sachen geholt. Aber egal, ich habe einfach richtig Hunger. Und ihr auch, ne? Wir sind direkt an der Grenze. Jeder wird hier gespannt. Wir sind wirklich direkt an der Grenze. Also, wir fahren jetzt weiter. Wir sind, denke ich mal, so in 2-3 Stunden zu Hause. Und eigentlich wollte ich heute direkt nach Frankfurt, aber machen wir jetzt wahrscheinlich nicht, weil das halt voll viel Fahrerei für Torben wird. Deswegen komme ich dann erst morgen nach Frankfurt. Aber ja, ich habe noch mal eine Apfelschorle. Ich hole mir wirklich immer bei McDonald's oder Burger King Apfelschorle, weil ich mag keine Cola und so Sprite Fanta mag ich auch nicht wirklich. Aber dafür trinke ich umso mehr so Apfelschorle und andere Saftschorlen. Freue mich vor allem voll auf Lucky. Ich hoffe, Lucky ist da, wenn wir nach Hause kommen. Wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Es ist jetzt 20 vor 7. Ich setze mich jetzt gleich hin und schneide mal ein Video fertig, weil ich lade ein Video auch schon morgen früh hoch. Und ansonsten passiert nicht mehr viel. Ich fahre dann morgen wahrscheinlich mit dem Zug nach Frankfurt. Und hoffe deswegen, euch hat auch der zweite Urlaubsvlog gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.